Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Tap Titans mit dem Shadowx. Ja, da machen wir mal weiter. Okay, dann da machen wir weiter. Genau. Ist das nicht cool? Ja, Mann, total. Ne? Ja, komm, ist cool. So, wir klicken jetzt erstmal auf diesen wunderbaren Schatz da vorne. Dann bekommen wir das ganze erfarmte Gold hier. Passive Goldeinnahmen. Deine Helden kämpfen auch, wenn du gerade nicht da bist. Wenn du zurückkommst, sammle das Gold ein, das deine Helden generiert haben. Gut, alles klar. Also, dann kaufen wir uns jetzt... Ja, was kaufen wir uns jetzt, ne? Das ist eine gute Frage. Wir haben ja einiges an Helden zu kaufen. Ich fange einfach mal hinten bei dem Teuren an. Kaufe es einmal. Okay, und dieser Held macht dann... Ja, so gesehen... One-Hit oder so ähnlich? Ja, irgendwie sieht das stark danach aus. So, dann hole ich mir noch mal eben... Hier nochmal. Ist ein bisschen schnell hier. Ich komme gar nicht klar. So. Wenn ich scrolle, ist das ein bisschen zu schnell. So. Jetzt habe ich mir auch mal die ganzen anderen Helden geholt. Einfach nur, damit der Intervall einfach kürzer wird zwischen den Attacken, damit ich jetzt halt schneller die Mobs töte, so. In dem Sinne. Und ja. Wir haben aber trotzdem noch ein bisschen Asche übrig und überlegen uns gerade, wofür wir das wohl ausgeben sollen. Achso, warte mal. Das können wir sogar Schnellkauf machen. Das ist doch schon mal gut. So, himmlischer Schlag haben wir freigeschaltet. Tippschaden mal 140 zufügen. Dauer 3 Sekunden, Abklingzeit 600 Sekunden. Inwiefern? Ah, das ist aber auch nicht schlecht. Das macht schon auch ein bisschen Schaden, da muss man wirklich sagen. So, und ansonsten würde ich sagen, schön die anderen Helden hier weiterkaufen. So, natürlich dann das Upgrade holen, wenn es hier steht. Achso, das steht ja immer rechts, genau. Ja, jetzt brauche ich erstmal wieder Cash, sonst geht es nicht weiter. Aber ich finde, wir sind eigentlich schon relativ weit gekommen hier durch das Kaufen, ja. Warte mal, wann geht's hier eigentlich los? Wir müssen auf Boss bekämpfen drücken, dann geht's erst weiter von der Stage. Das ist natürlich sehr schlau. Na egal. Boah, was? Ich wollte gerade sagen. Ja gut, so gefällt mir das noch. Wenn die Gegner so schnell sterben, dann ist das für mich völlig in Ordnung. Das ist für mich völlig legitim, alles klar. Nur habe ich das Gefühl, das wird jetzt gleich ziemlich, ziemlich schnell, aber auch wieder langsam, ne? Ich glaube schon, so ein bisschen. So, hier. Hat die jetzt gerade nicht irgendwo so einen Schatz gerade hingeschmissen, die Fairy? Die Fairy war doch gerade hier. Hat die jetzt gerade nicht zufällig irgendwo einen Schatz hingeschmissen? Ich meine wohl, aber wo? Das ist eine gute Frage, ne? Wahrscheinlich, vielleicht hat sie es auch gar nicht gemacht. Ich weiß nicht, ich habe jetzt nicht genau so auf den Bildschirm geachtet. So, guck mal, den Boss haben wir auch schon mal kaputt. So, und Stage 13. Ja, es läuft und es läuft, meine lieben Freunde. So, Mila könnte ich jetzt erstmal weiter upgraden. Oder ich warte, bis ich hier dieses Upgrade freischalten kann. Was macht denn das? Wahrscheinlich 50% mehr Damage, oder? Nee, das macht 150% mehr Damage. Das ist doch schon mal gar nicht so schlecht. Hornetta. Na gut, ich werde mir das auf jeden Fall jetzt gleich mal holen. Gucken wir das wohl mal gerne an. So, dann machen wir mal. Ja, dann macht dieser Held sogar relativ guten Schaden. Relativ guten. Also ich meine, es geht natürlich besser, aber ist schon mal ein Anfang, würde ich sagen. So, Miniboss, Cannellini. Los, mach kaputt. Oh, warte mal. Wenn ich klicke, mache ich auch ziemlich krass Damage, habe ich jetzt gerade gemerkt. Der läuft doch. Alter, wir machen richtig krasse Hiebe hier eigentlich. Also verbunden mit unseren komischen Heroes hier geht das voll ab. Ach so, ich muss die Fairy anklicken. Erst dann lässt sie was fallen. Ah, okay, alles klar. Ich dachte, vorher hat die das doch auch im ersten Part, jetzt sage ich mir mal, hat die das doch auch automatisch gemacht, oder nicht? Oder kam mir das nur so vor? Arktischer Eisberg freigeschaltet. Yeah! Ich finde das eigentlich schön, dass sich das Terrain auch immer wieder ändert. Und dass die Gegner hier auch so ein bisschen variieren. Ich finde das Bläuliche finde ich immer total schön. Habe ich eigentlich schon mal irgendwo erwähnt, dass Blau meine Lieblingsfarbe ist? Ja, Blau ist meine Lieblingsfarbe und so. Und deswegen passt das hier gerade so alles. So blauer Rahmen hier rum und so. Blau. Blau ist gut. So, was wollen wir uns denn noch
Ah ja, schreibt doch mal, was eure Lieblingsfarbe ist in die Kommentare. Könnt ihr ja mal machen. Ich bin ja mal gespannt. Weil so oft fragt man eigentlich gar nicht Leuten, was ist eigentlich deine Lieblingsfarbe? Und wenn ich jemanden nach der Lieblingsfarbe frage, dann ist sie oft eigentlich mit meiner identisch. Das finde ich eigentlich sehr verwunderlich, so ein bisschen. Naja, egal. Schreibt mir mal eure Lieblingsfarbe mal in die Kommentare. Ich bin mal total gespannt, so meine Auswertung davon zu sehen, so was für Farben denn so am gängigsten sind und welche so eher so selten sind. Ja, keine Ahnung. Ich denke mal, mitunter wird einfach oft vertreten sein Blau, Rot und Schwarz. Ja, auch Schwarz. Schwarz ist auch eine gute Farbe. Besonders in Kombination mit Rot. Schwarz ziemlich nice. Naja, schreibt es aber in die Kommentare, was ist eure Lieblingsfarbe? Ich bin gespannt. Auf jeden Fall, ich bin gespannt. So. So. Da. Gold. Oh, warte mal. Ach so, nee, Moment, nee, das kostet ja echt Geld. Das ist ja blöd. Muss ich echt Geld bezahlen hier? Nix bezahlen. Nee. Schachlotte. Ach so, ja, ich brauche hier ein bisschen Cash, dann kann ich das auch freischalten. Ach so, ich habe jetzt gerade so einfach mal gegrübelt. Ich denke mir so, 2,27k Gold? So viel habe ich doch. Ich überlege so, wieso könnte ich mir das nicht kaufen? Ah, ich gucke auf meine DPS und nicht hier eigentlich hier auf diese Zahl. Da habe ich mir auch gedacht, so, was ist da los? Fehlt mir hier irgendwas? Aber nee, alles gut, alles gut. So, guck mal hier, wenn ich mal nicht angreife, dann dauert das schon ziemlich lange. Wenn ich dann aber hier meine Fingerchen nutze, dann... Da geht das auf jeden Fall ab, wie man sehen kann hier, ne, oder? Cooler Kriecher, auch ein netter Name. Ein cooler Kriecher, so, auf jeden Fall. Und wir sehen, es wird jetzt schon wieder langsam. Wir können jetzt schon wieder Rechner ausmachen oder Smartphone ausmachen, schlafen legen. Und am nächsten Tag wieder, das will ich haben und das und das und das. Und tschüss, ich bin wieder weg. So, ähnlich, ja, genau. So wie bei allen Idle Games so eigentlich, so im Prinzip. Dann holen wir uns jetzt einfach mal diese komische Präsenz hier, was auch immer das bringt. Erhöhe den Schaden dieser Helden um 100%, okay. Habe ich hier so im aktiven Play noch irgendwas Spannendes? Wie kitzel ich jetzt eigentlich nochmal den Skill raus? Ich habe ja jetzt hier irgendwo den Skill, den ich nutzen kann. Wahrscheinlich, ach so, ich muss es da runter machen. Hier haben wir dann noch so eine Zusammenfassung. Unsere aktuelle SPS, Tippschaden und so weiter. Gut, ich glaube, dann hole ich mir jetzt erstmal hier wieder neue Mitstreiter, beziehungsweise ich upgrade unsere Mitstreiter, sodass sie einfach mehr Schaden machen. Ist wohl nicht verkehrt, aber es ist wahrscheinlich auch nicht verkehrt, wenn ich hier selber einfach mal mein Kick-Damage immer wieder upgrade, oder? Ist eigentlich gar nicht so schlecht. Muss ich schon wirklich sagen. Ach so, warte mal. Das Problem ist jetzt, es ist hier ein Boss und ich habe noch 20 Sekunden. Aber das ist nichts, was jetzt hier unmöglich ist. Wenn wir jetzt hier so ein bisschen rumtippeln, dann kriegen wir das auf jeden Fall hin innerhalb dieser Zeit. Besonders wenn da zwischendurch irgendwelche Crits sind oder so. Es sieht zumindest irgendwie aus wie Crits. Ja, diese 4,6 gerade. 12k Hits. Das ist nicht schlecht, auf jeden Fall nicht. Gucken wir mal. Haben die jetzt auch mal irgendwie besondere Fertigkeiten hier? Ach so, guck mal. Die Terra, die hat zum Beispiel ab Level 10 erhöht den Schaden dieses Helden um 300%. Das ist natürlich heavy. Damit kann das wirklich sehr, sehr nützlicher Held werden, ne? Muss ich ausprobieren. Will ich haben. Ich will's haben. So, aber hier bei den oberen lohnt es sich dann auch noch, die oberen zu upgraden. Wahrscheinlich, oder? Am Level 25 erhöhe diesen Schaden um 100%. So, erhöhe alle Schäden um 10%. Das bekommt man ab 50 schon mal. Guck mal, da muss man auch mal drauf achten, ne? Ob da nicht so bei den älteren Helden noch so irgendwelche Upgrades dabei sind, die uns hier irgendeinen Vorteil verschaffen. So, genau. Dann, Moment, klicken wir mal kurz drauf. So. Und schon wird uns hier empfohlen, mehr zu kaufen. So. Gut. Dann holen wir uns mal das erste Upgrade hier, wenn ich denn genug Gold habe. Danke. So, und jetzt nochmal 9k zusammentrommeln eben.
Ah, das geht ja schnell. Also die Gegner, die droppen ja mittlerweile hier ordentlich an Cash. Schaffe ich den überhaupt so? Schaff's den so überhaupt gar nicht. Ich glaube sogar so schaffe ich den nicht. Mach mal Kampf verlassen. Weil sonst kriegen wir das eh nicht hin. Ja, jetzt müssen wir wieder hier bei Stage 20 müssen wir leider wieder anfangen zu farmen, weil wir das sonst nicht hinkriegen. Also eventuell, wenn ich von Anfang an richtig Sturmklicken mache, eventuell schaffen wir es wohl. Aber ich will es jetzt nicht drauf anlegen. Wir gucken nochmal eben bei Contessa. Vielleicht hat sie ja noch irgendwelche Skills, die einfach phänomenal sind. Also hier Spektrale Nova ist schon mal auf jeden Fall phänomenal. Erhöhe den Schaden dieses Helden um 1000%. Ist auch nicht schlecht. So, wieso ist himmlischer Tag, himmlischer Schlag denn eigentlich so teuer? Ist es so teuer? Naja, warte mal. Aber wir haben es ja nicht mal richtig an einem Boss ausprobiert. In 30 Sekunden können wir es bei dem Boss ausprobieren. Und dann bin ich ja mal gespannt, wie viel das wirklich bringt. So, ansonsten Terra upgraden. Genau. Tanzbot 3000. So, tanz für mich, du kleine Biatch. Tanz für mich. So, wir haben gleich auf jeden Fall wieder genug Cash. In unserer Tasche. So. Eine Uhrzeit-Check. So spät ist es gerade. Alles klar. Aber wenn ich von der Arbeit nach Hause komme, ist es sowieso jedes Mal abends, wenn ich auf die Uhr gucke, weil am Abend habe ich ja erst frei. So, im Prinzip. Ja, 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 so ist das. So, warte mal, das ist eine Fairy. Die nehme ich mir einfach mal. So, was kommt denn da raus? Was? Irgendwie ist jetzt gerade hier so ein Buff an. Und ich werde diesen Buff einfach mal nutzen. Und dann ausprobieren mit diesem Skill. Boah, Alter, was war das denn für ein krasser Hit? Läuft auf jeden Fall, so. Und den Rest, den penetraten wir einfach mal mit unseren Superklicks hier kaputt. Alles Ägypten freigeschaltet. Ja, Mann, wir sind im Ägypten, bei den Pyramiden und anderen Dinger. Pharao und so ein Scheiß. Genau. So, da. Irgendwas wollte ich jetzt eigentlich noch machen, aber ich weiß nicht was. Oder wollte ich was machen? Ne, eigentlich wollte ich jetzt nichts Konkretes machen. Eigentlich brauche ich jetzt eigentlich nur wieder Cash, damit ich hier Terra, dieses Upgrade, freischalten kann, weil das war ja irgendwie krass. Ja, weil das um 300% mein Damage erhöht hat. Das wäre auf jeden Fall schon eine richtig starke Erleichterung. Und so viel Gold braucht man dafür jetzt eigentlich auch nicht, oder? Na. 137k und dann ist es, gehört das uns. Das ist nicht so schwer. Aber mit den Artefakten bin ich ja mal gespannt. Schließt Stufe 80 ab, um mächtige Artefakten zu beschwören. Ich bin mir sehr, sehr sicher, dass es sowas sein wird wie Ascension nachher. Ich bin mir sehr, sehr sicher. Sehr, sehr sicher. Und wenn das nicht so ist, ja, dann ist das so. Aber ich bin mir doch relativ sehr, sehr sicher. Oh, warte mal, kriege ich den Boss wohl kaputt? Ja, warte mal, das ist doch so ein Easy-Boss. Wahrscheinlich kommt nur alle 5 Level so ein Ober-Obermacker, ne? Das hier ist, glaube ich, gerade unter der Kategorie Mini-Bosse, wenn ich mich nicht täusche. So. Dann wollen wir hier das Upgrade machen und jetzt ist dieser Held einfach mal ultra stark. Der ist dreimal so stark wie der andere Held hier unten und sogar ein bisschen mehr. Und ja, der knüppelt jetzt übelst rein. Terra knüppelt übelst rein. Läuft. So kommen wir auf jeden Fall wieder ein Stückchen weiter. So, dann gucken wir hier nochmal kurz in die Liste rein. Was hast du hier? Erhöhe den Tippschaden um 5%. Achso, habe ich das eigentlich schon geholt? Achso. Oder ist das einfach so generell so? Ne, das haben wir, glaube ich, mit 10 geholt. Ja.
Machen hier mal gleich einen kleinen Rundumcheck. Was bringt das hier, das nächste? Erhöhe den kritischen Schaden um 10%. Ach so. Ja. Das lohnt sich jetzt nicht so krass hier, den zu upgraden. Und den hier. Der bringt uns dann halt mehr Gold. Also im Prinzip lohnt sich das schon. Aber ich weiß nicht. Oh Gott. Der Boss, der hat einiges an HP. Oh, warte, gut. Ich kann es direkt freischalten. Jetzt haben wir keine Ahnung, was für ein Upgrade. Auf jeden Fall, glaube ich, ein gutes. Hoffe ich zumindest. So, der ist schon mal dead. Was war das jetzt für ein Upgrade? Erhöhe die Menge des gefallenen Golds. So, das ist schon mal gut. Mehr Goldfarmen ist immer gut. So, nochmal 10 Level, nochmal 10 Level. Und spektrale Nova. Wer hätte das denn gedacht, dass ich das jetzt schon lernen kann? Erhöhe den Schaden dieses Helden um 1000%. Ja, gut. Dann haben wir das jetzt auch schon mal. Das ist doch schon mal Überraschung, Überraschung. Und damit ist sie auf einmal wieder einer der nützlichsten hier. Die zweitstärkste ist auf einmal. Sie ist wieder hier der King im Ring. Ja, okay, nicht ganz, aber schon mal erheblich. Ja, wer kann denn nochmal so gut mithalten? Erhöhe alle Schäden und ja, Gute Frage, was mache ich denn jetzt? Oh, das klingt gut. 800% ist auch ordentlich was. Also zumindest für ihre Verhältnisse. Alter, habe ich wirklich immer so viel Geld gerade? Ich denke mir so, boah, ich muss auf jeden Cent achten, den ich hier ausgebe. Und macht alles so ganz vorsichtig, so nach dem Motto, ach, ich kann mir das sogar eh nicht leisten. Egal, ausprobiert, klick, klick. Hä, ich kann mir das doch leisten? So ungefähr. Oh, warte. Die Gegner, die bringen uns jetzt aber auch ordentlich an Cash. Oh, warte mal. Atumos? Oh Gott, also mit dem Klicken-Damage komme ich gar nicht mehr so weit. Außer wenn es halt zwischendurch crittet, dann ist es gut. Und zwar sind nicht die Crits, die ich hier mache, die da oben beim Gegner so viel HP abziehen. Das sind meine lieben, lieben Helden. Oh Gott, was ist das? Eine Mimik? Da ist bestimmt sehr viel Gold drin. Oder? Ja, doch. Ja, doch. Ist ein bisschen was drin. Alter. Krass. Es geht weiter, Leute. Es geht weiter. Ich kann mir diese komische Charlotte jetzt holen. Wie viel macht denn die? Achso, 15k DPS. Was hatten die für Fähigkeiten? Erhöhe den Schaden dieses Helden um 200%. Erhöhe alle Schäden am Boss um 5%, um 7%. Also den Helden brauchen wir auf jeden Fall, weil er einfach so gute Passive auch hat. Ist auch nicht schlecht. Erhöhe alle Schäden. Ah, oh, den brauchen wir auch auf jeden Fall. Aber wen upgrade ich jetzt als nächstes? So, warte mal. Hier können wir nochmal unseren Golddrop erhöhen. So, ich bin dabei. Obwohl ich nicht dabei bin, weil das einfach arschteuer war. Au, au, au. Das gibt's doch gar nicht. Egal, dann upgraden wir halt den. Wir bekommen jetzt aber auch ganz viel Gold, oder? Jetzt vom Mob, warte mal. Wartet mal eben. Oh, Jesus Christ. Der hat so viel AP. Ach, du stirbst eh. Meine Heroes machen dich platt. Oh, yeah. Na, ein Boss bringt wie viel? Auch ein bisschen. So, natürlich kill ich lieber viel lieber die kleineren hier. So, aber diesen 25er Boss, den kriegen wir wahrscheinlich nicht down. Ich glaube, der hatte gleich zu viel AP und dann können wir uns gemütlich hinsetzen und eine Pause machen, denke ich. Ja. Unser Skill ist auch schon bald wieder ready. Das heißt, wir haben jetzt, glaube ich, so auch annähernd sogar vielleicht schon 20 Minuten aufgenommen. 19 Minuten, okay, alles klar. Dann, ich hole mir mal kurz Charlotte, einfach nur, um es zu haben, damit wir auch wieder einen schnelleren Intervall haben. Gut Damage gemacht wird. Oh, warte, da war ordentlich Cash drin.
Das freut mich. Dann wollen wir mal 10 war Helden erhöhen um. Yes. So, dann haben wir schon mal 2 richtig starke Helden. Das ist schon mal gut. So, oh. Okay, wir haben jetzt noch mehr Money. Das ist auch nicht schlecht. Schaffen wir den? Ja, also der ist jetzt nicht so das Problem, sehe ich gerade. Also nicht unbedingt so. So. Also ich weiß, wir schaffen das jetzt von der Zeit nicht. Aber ich bin ja auch einfach nur gerade so... Was kommt da noch alles? Erhöht den kritischen Zahn um 10%. Ich will aber nur kurz gucken. Hier gibt es bestimmt wieder irgendwas, was ich hier erhöhen kann, was richtig OP ist. Erhöhe den Tippschaden um 0,4% des Gesamt-SPS-Schaden pro Sekunde. Ach so. Ab 100 kriege ich das aber. Okay, da muss ich aber ordentlich reinleveln. Das ist mir zu krass gerade im Moment. Den jetzt auf 50 zu boosten, ist, glaube ich, ein bisschen noch zu teuer. Vielleicht, vielleicht aber auch nicht. So, Menge des gefallenen Golds erhöhen. Vielleicht sollte ich eigentlich wirklich hier so einen Helden... Oh, warte mal. Ich kann jetzt schon einen ganz neuen holen. Wie viel bringt der an Schaden? 70k bringt er mir dazu, okay. Ist mir gerade zu teuer. Ist mir gerade echt zu teuer. Probier mal was. Ganz vorsichtig. Okay. Ich habe zwar jetzt ganz vorsichtig kein Geld mehr. Aber nicht schlimm. Wir haben den ja schon fast auf 25. Ich will nur noch dieses eine Upgrade holen und will mir das nur mal kurz angucken, wie viel Schaden wir dann wohl machen. Also da wird ja wohl einiges zusammenkommen. Da bin ich ja fest von überzeugt, dass es so sein wird. Ich sollte natürlich dann aber auch den richtigen Helden kaufen. Hallöchen. Ich brauch Gehold. So. Jetzt brauche ich nochmal 2,7 Millionen Gold. Oh, warte mal. Die Kiste, die kommt mir... Oh, warte. Die kommt mir gerade gelegen, wollte ich sagen. Ja, ich brauche aber noch mehr Cash. Gib mir noch mehr Cash. Dann habe ich es auch gleich. Dann haben wir es endlich hinter uns. Oh, warte. Eine Fairy. Bring mir Gold. Bring mir Gold. Gold. Okay, warte mal. So, das ist jetzt, glaube ich, auch wegen diesen unserem Dings jetzt so gut gewesen. Wegen unserem kleinen Buff gerade. Ich glaube, deswegen war das auch gerade so stark. Die Enter-Attacke. Was nicht schlecht ist. So. Und wir haben den Boss auf jeden Fall geschafft. Das ist super gut. Wüstenteil freigeschaltet. So, aber ab jetzt wird das, glaube ich, richtig... Richtig hart? Oh, okay. Ja, stimmt. Das zweite Upgrade ist ja 700% Schaden. Naja, das ist natürlich jetzt extrem krass. Wir hauen jetzt natürlich ordentlich rein. Nichtsdestotrotz machen wir jetzt trotzdem an dieser Stelle eine kleine Pause, meine lieben Freunde. Und ich sage mal, bis zum nächsten Mal. Haut rein, macht's gut, macht einen schönen Tag. Und tja, wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt doch mal einen Daumen hoch. Und nicht vergessen, eure Lieblingsfarbe reinzuschreiben. Ist ganz wichtig. Haut rein, macht's gut.